Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind nach wie vor dabei hier bei der Haferernte von unserem zweiten Feld. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Und hier ist noch ein bisschen Unkraut drin, wie ihr seht. Ist mir gar nicht aufgefallen bei der Ernte, deswegen ist der Ertrag wahrscheinlich auch so gering, ne? Aber nichtsdestotrotz sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Und wir haben noch einiges an Feld, was es hier zu ernten gilt. Wir werden heute auch die ersten, ja, den ersten Hafer aller Voraussicht nach dann auch abfahren. Wir wechseln mal kurz ein bisschen die Perspektive und setzen uns mal hier, ja, in die gute alte Fahrerkabine des Rothermash RSM Nova 330. So. So heißt das Gerät nämlich. Schön. Da fahren wir hier einmal noch eine Querbahn gleich. So ein bisschen zumindest. Damit wir den Spaß dann hier auch schaffen. Ja, das ist. Wir wenden gleich mal hier. Drehen mal. Dann fahre ich einmal rauf, einmal runter. Dann haben wir ja auch einen größeren Wendekreislauf. Gut, Spritzen hätte nichts mehr gebracht. Da waren wir schon zu spät. Wir haben das Feld ja halt später gekauft. Der Ertrag ist eher so, ja, mittelmäßig, sagen wir mal so. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Es ist ja immer zu Beginn, ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn ihr halt neue Felder kauft, die sind nicht optimal gekalkt, die sind nicht optimal gedüngt. Ne? Gerade mit Precision Farming hat das halt einen sehr, sehr großen Effekt. Aber auch im Standardspiel ist es ja so, wenn ihr es nicht gemacht habt, habt es nicht gemacht, und da habt ihr dann so ein bisschen bei der ersten Ernte so ein kleiner, wie sagt man? Ach, wie soll ich das jetzt nennen? So eine kleine Einbuße von gewissen Sachen. Ansonsten habe ich nochmal meine Kommentare durchgelesen, was ihr unter den letzten Folgen so geschrieben habt. Ne, viele sagen, mach mal dies, mach mal das. Gucke ich mir mal so ein bisschen an, nehme natürlich auch viel an Feedback immer mit. Da hat einer auch noch eine Frage gehabt, und zwar, wo man dieses Winter- und Sommergerste findet. Das muss man einbauen in die Map. Findet ihr auf der LSFM-Seite. Und das ist keine Mod in dem Sinne, sondern ihr müsst eine XML-Datei anpassen. Und das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Ich werde mir das mal anschauen und werde dann entscheiden, ob ich es mit reinnehme oder nicht, weil Winter, Sommer, Gerste ist halt auch interessant, oder Weizen, ne, je nachdem. Würde halt auch gut zum Projekt passen. Aber da müsst ihr halt die XML-Datei anpassen. Ich muss mir das erstmal anschauen. Es ist auch mit der Hof Bergmann kompatibel, auch speziell für die Hof Bergmann gemacht. Das Ganze findet ihr halt auf der LSFM-Seite. Einfach mal ein bisschen durchlesen, ein bisschen durchblättern bei Downloads. Da findet ihr das Ganze. Ich habe es noch nicht in der Modliste hinterlegt. Und da kann man dann verschiedenste, ja, Weizenarten auch nochmal aussehen. Ne? Das heißt, da wird der Wachstumszyklus bzw. der Wachstumskalender so ein bisschen angepasst, sodass man dann auch zu späteren oder zu früheren Zeitpunkten aussehen oder auch ernten kann und dann quasi dieses Wintergerste, Winterweizen, Sommergerste, Sommerweizen und so weiter und so fort, wie es auch immer heißt. Ich bin jetzt kein Landwirt, deswegen kann ich es nicht beurteilen, wie das jetzt genau heißt. Seht mir das bitte nach. Und ja, das ist halt quasi das, was man einbauen kann. Da muss man mal ein bisschen technisches Verstand mitbringen, ne? Oder technischen Verstand, um das Ganze einzubauen. Da ist auch eine ausführliche Erklärung dabei, was ihr dabei beachten müsst. Lest euch das bitte sorgfältig durch. Ihr sichert euer Safe Game. Ne, und wenn es halt nicht klappt, auch die Hof Bergmann, die originalen Map halt sichern. Also die Datei von der Hof Bergmann am besten woanders nochmal kopieren und irgendwo ablegen. Weil wenn ihr es nämlich falsch macht, könnt ihr nach keiner Hof Bergmann mehr zocken. Und auch euer Safe Game ganz normal sichern, ne? So, guck mal. Damals sind wir einmal quer gefahren hier. Wir schalten nochmal aus, fahren das Rohr nochmal aus und fahren jetzt hier nochmal ran an unseren Kipper. Guck mal, den brauchen wir auch kaum bewegen, ne? Das finde ich wirklich sehr gut. So, dass wir da auf jeden Fall gut rankommen. Ich glaube, vom Abstand her sollte das passen. Wir gucken mal kurz. Ja. Können wir wieder abladen. Natürlich auch noch ein kleines Stück weiter rüberfahren hier, ne? Dann haben wir das noch ein bisschen mittiger. Mit Y könnt ihr halt diese Taste machen. Ihr braucht halt dieses manuelle Entladen.
Und so könnt ihr das Ganze dann auch euch speziell nochmal anzeigen lassen. Ne? So, der Kipper ist gleich voll. Das heißt, wir können bald die erste Ladung wegfahren. Ne? Guck mal, der ist sogar schon voll. Aber ich würde sagen, wir machen den Drescher noch einmal voll. Und fahren dann weg. Ne? So, dann können wir uns wieder hier auf unsere VCA-Bahn begeben. Wir haben auch Hindernisse hier auf dem Feld, was ich auch immer sehr interessant finde. Ja, dann sind wir wieder in den Bahnen hier unterwegs. Und Stroh werden wir auch jede Menge haben. Wirklich jede Menge Stroh, ne? Und guck mal, wie dreckig der schon ist. Er hat dann auch seinen Dienst getan, ne? Das heißt, wir werden ihn danach einmal sauber machen. Dann einmal reparieren. Wobei, reparieren würde ich jetzt eher erstmal noch nicht. Dann stellen wir den wieder beim Händler hin, denn bei uns am Hof haben wir gar keinen Platz für so ein großes Gerät, ne? Wobei, groß ist der jetzt nicht, aber ihr kennt ja Hof 2 mittlerweile hier durch die Let's Plays oder auch, als ihr es schon selber gespielt habt. Und habt ihr auch schon gemerkt, dass man da nicht so viel Platz hat bei dem Ganzen. Und dass man da einfach, ja, ein bisschen mehr für Alternativen braucht, ne? Wir haben schon 14.30 Uhr, ne? Wenn man überlegt, wir müssen noch Stroh machen, müssen alle Felder noch kalken und die Wiese auch, dann noch düngen. Das wird knapp von der Zeit her, ne? Gerade mit den kleinen Geräten und mit der kleinen Drille auf diesem Feld hier, das wird auch sehr abenteuerlich, glaube ich. Aber ich habe da Bock drauf. Wir werden, denke ich mal, Rundballen machen und diese dann quasi verkaufen. Oder Quaderballen. Weiß ich irgendwie noch nicht. So, wir nutzen mal das automatische Wendemanöver von VCA, weil es ist halt wirklich sehr, sehr hilfreich. Fahren wir einmal rauf, einmal runter, vielleicht auch nochmal rauf und dann sind wir soweit fertig. Ne? Wenn wir uns mal jetzt hier die Einnahmen angucken, zack, guck mal, wir sind schon bei einem, fast bei einem Plus bei dem Feld. Klar, wir werden auf jeden Fall mit Plus rausgehen. Das sind die Gesamteinnahmen. Hier seht ihr bei Precision Farming auch nochmal die Wirtschaftsanalyse. Ihr müsst halt den Part hier angeben. Bodenproben, 40 Stück haben 7000 Euro gekostet. Dann haben wir natürlich Kraftstoffkosten. Fahrzeugabnutzungskosten von 31 Euro. Das bezieht sich immer nur auf das Feld. Das gleiche haben wir auch hier schon gemacht. Guck mal. Bei dem anderen Feld, da haben wir 13 Bodenproben genommen. Ich muss mir immer so ein bisschen hier hinschielen. Nicht, dass ich da irgendwie ja, gegen den schönen Traktor fahre. War nur 1,9 Hektar. Die haben wir 2275 Euro ausgegeben. 188 Euro Kraftstoff und knapp ein Huni fast, also 98 Euro für die Fahrzeugabnutzung und haben insgesamt, ja, Gesamteinnahmen, wir haben es ja nicht verkauft, aber wir verarbeiten das, das waren 10,4 Tonnen, 13.317 Liter an Weizen runtergeholt und haben dann dieses Plus gemacht. Dieses Plus wird natürlich noch gesteigert, das hat aber jetzt keine Relevanz, ob wir es weiterverarbeiten, sondern nur das, was wirklich vom Feld runtergeholt ist und was den aktuellen Preis ausmacht oder gemacht hat zu dem Zeitpunkt, wo wir es vom Feld heruntergeholt haben. Hier ist es halt auch so, noch 1.200 im Minus, aber wenn wir das Feld fertig haben, sollten wir so 4.000, 5.000 Euro plus haben, plus die Einnahmen. Und dann passt das Ganze auch. Ne? Die Bodenproben haben wir natürlich schon bezahlt. Ne? Das war auch vielleicht mal kurz zur Erklärung, weil auch mal viele Fragen noch zu Precision Farming kommen. Warum, weshalb das Ganze sich dann so darstellt oder so. Ne? So, 70% haben wir. Vielleicht schaffen wir es nochmal komplett einmal hoch. Ich glaube, eine Bahn waren von 30. Wir sind, glaube ich, mit 45 runter. Na, mal schauen, ob wir die komplette Bahn hier fahren können. Sehr schön. Kurz gucken. So. Hindernisse haben, glaube ich, Colli, ne?
Werden wir gleich mal feststellen. Aber was wir schon mal gucken könnten, wäre, wo wir denn das Hafer verkaufen. Ich werde es definitiv verkaufen. Hafer werden wir los bei... Oh, beste Preis. Malzwerk Direktverkauf. Ah, oben. Da müssen wir halt ein Stück fahren. Das sind 10 Euro mehr. Lohnt sich das denn, da hinzufahren? Guck mal, wir müssen die Spritkosten mit einberechnen. Ich würde sagen, nein. Ich würde lieber zum Vieh- und Futtermittelhandel fahren. Also da, wo wir auch unsere Tiere immer holen. Das sind zwar nur 3 Euro Unterschied. Aber wenn man die Kraftstoffkosten noch mit einberechnet, ich glaube, das, da macht 1 bis 3 Euro, glaube ich, wenig Sinn. Dafür dann einmal hier, guck mal, ich zeige euch das mal eben kurz. Also wir haben hier kurze Wege, wir können von hier nach da fahren oder wir müssen hier ganz hoch fahren. Ja gut, es ist natürlich auch auf Masse gesehen, auf 1000 Liter. Ja, ist schon was, ne? Wobei, das sind 8,10 Euro. Das lohnt sich nicht, die Fahrt dahin. Also würde ich eher sagen, nö. So, ich würde den jetzt einmal abstellen hier. Das Rohr ausfahren. Dann laufen wir mal zum anderen Ende hier. Und werden uns... Ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen. Dann brauche ich ihn gleich wieder nicht einschalten. Fahren wir jetzt den ersten Spaß hier ein bisschen ab. Das heißt, wir werden die ersten Einnahmen generieren. Und werden ein wenig Hafer verkaufen. Was ich persönlich ganz gut finde. Das heißt, der Kontostand wird endlich mal gefüllt und nimmt nicht nur ab während den Folgen. Wir hätten natürlich jetzt noch vorne den Kipper hier voll machen können, aber danach wechseln wir auch das Fahrzeug. Wir machen das dann mit dem John Deere wieder. Komm, mach das zu hier. Sag mal, also manchmal verstehe ich das Ding nicht. Sag mal, was macht der hier? Hä? Fahrzeug einsteigen, Geräte wechseln. Das manuelle Cover klappt, glaube ich, auch nicht immer, ne? Oder? Sucht das nämlich gerade hier wieder. Nö, will er nicht. Manchmal will er nicht. Ist auch egal. Steigen wir ein, machen wir es halt hier rüber. Zack. Jetzt haben wir es. Wir starten mal. Und fahren dann zum Vieh- und Futterhandel. 8000 Liter verkaufen wir jetzt. Das ist schon recht ordentlich, ne? Sind nicht ganz 8000 Euro, weil der Preis jetzt nicht so hoch ist, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Wir könnten eigentlich den Kipper hier stehen lassen. Warte mal, ich mach den mal los. Und fahr mal direkt rein hier. Dann können wir nämlich direkt schon das Fahrzeug wechseln. Und gehen dann in den John Deere jetzt gleich rein hier. Den anderen können wir einfach mal hier so... Boah, stellen wir mal auf die Mistplatte hier. Da stört er keinen aktuell. Sehr gut. Dann steigen wir mal aus. Switch mal kurz rein hier. Zack. Mal die Luke mal auf hier. Dicke Luft hier drin. Dann drehen wir mal. Und dann nehmen wir den Kipper einfach mit, ne? Mal gucken, was für einen Stau wir da wieder haben. Hier sind wir nämlich ein bisschen schneller unterwegs. Ist nicht viel, aber er zieht auch ein bisschen schneller, ne? Ach, guck mal, steht gar nichts. Ist auch gut. Sehr schön. Ach, guck mal, da kommt die Post. Schnell weg hier. Und Abfahrt. Ah, hier ist übrigens Vorfahrt gewähren. Das habt ihr in der letzten Folge gesagt. Ich hatte gar keine Vorfahrt. Aber die Vorfahrts-KI-Regeln sind halt auch eigene Regeln, ne? Das wisst ihr natürlich auch. Ist aber auch nicht schlimm. Auf zum Vieh- und Futterhandel. Dann können wir gleich nämlich auch direkt den Drescher wieder abtanken auf der anderen Seite des Feldes. Ja, dann geht's weiter mit der Hafer-Ernte. Das wird sich noch ein paar Folgen hinziehen. Vielleicht mal auch nochmal so einen kleinen
Speed, hier, wer heißt das hier? Kleine Timelapse, so. Speedrun, wollte ich sagen. Speedrun ist was anderes. Sehr schön. Gut, jetzt können wir das hier verkaufen. Dann fahren wir mal hoch. Da ist nämlich der Direktverkauf hier beim Vieh- und Futterhandel. Und dann kippt man den ganzen Spaß ab, ne? So, da wird der Rubel gleich rollen. Da ist er. Und wie viel wir pro Fuhre hier bekommen. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen was. Es macht die Masse dann, ne? Ja, hat sich doch gelohnt. 6.251 Euronen plus ein Umweltbonus, der natürlich auch immer wieder steigern wird. Je nachdem, wie unsere Felder bewirtschaftet werden. Hier können wir auch übrigens das Stroh verkaufen. Gucken wir uns das auch mal an bald. Dann fahren wir jetzt einfach mal zurück zu unserem Feld. Wir werden jetzt noch den Drescher abtanken. Und dann wird er dann weitergehen. Mit der Haferernte. Ja, und nach der Haferernte ist dann Strohsammeln angesagt. Oder Strohpressen. Wobei Pressen, glaube ich, immer ein bisschen schneller geht. Da werden wir wieder ein paar Geräte mieten. Und werden dann das Stroh verkaufen, weil ich brauche nicht so viel Stroh, hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Dann müssen wir alle Felder kalken. Das wird auch eine Riesenherausforderung. Und dann schauen wir mal weiter, ne? So, wir fahren mal hier rein. Wir fahren jetzt hier links am Feldrand lang. Da hinten steht unser Drescher. Den werden wir jetzt nochmal abtanken. Dann lassen wir das Fahrzeug direkt gleich mal wieder da stehen. Schon mal ein bisschen Luft reinlassen hier. Ah, ein bisschen Fahrtwind rein, ne? Macht man, glaube ich, auch im Sommer, ne? Dass man die Türen auflässt. Bei den Fahrzeugen. Also, wobei, mittlerweile haben die, glaube ich, auch fast alle Klima, ne? Aber die meisten modernen Fahrzeuge, ne? Kannst du aber reinschreiben, wenn ihr es wisst. So. Den können wir, glaube ich, hier so abstellen. Den Motor mal aus. Springen rüber in unseren jeweiligen Drescher. Gucken nochmal, passt das? Jo, passt. Abladen. Die nächste Tour hier oder die nächste Fuhre an Hafer. Ja, die ersten Einnahmen gemacht. Das heißt, wir sind im Plus. Wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen an. Wir haben insgesamt jetzt ein Gesamtminus von 15.000 immer noch, weil wir halt sehr viel Geld ausgegeben haben. Wir haben aber Einnahmen 6.000. Ich denke, da wird so um die 20.000, 25.000 Euro bei rumkommen. Den Rest müssen wir mal schauen, wie es halt läuft. Neue Fahrzeuge und so weiter. Aber halt auch mit dazu gehabt, weil ich den einen Fendt nochmal neu kaufen musste. Stimmt da nicht ganz die Kalkulation. Deswegen sind wir da im Minus aktuell. Hatte ich euch ja, glaube ich, auch schon mal erklärt. Da das nicht mehr im Fendt-Pack mit drin war, haben wir es halt manuell gekauft. Und dann uns den Betrag wieder gut geschrieben. Ja, ansonsten machen wir jetzt weiter hier mit der Ernte. Ich werde noch ein paar Runden drehen hier, um das Ganze für euch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einfacher zu gestalten und das Ganze dann auch, ja, zeitnah vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge abzuschließen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Leute, gerne ein Däumchen da lassen, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.